Immobilien. Wie groß ist die Krise wirklich? Die Preise sind eingebrochen, trotzdem finden kaum Transaktionen statt. Zeit für ein neues Expertengespräch. Ich begrüße Sie herzlich. Aus dem Innersten des Maschinenraums berichten wir, was eigentlich an den Märkten los ist. Dazu habe ich zwei besondere Gäste heute hier. Zuerst Sven Carstensen. Er ist Vorstand von Bulwin Geser. Das ist das unabhängige Analysehaus für den Immobilienmarkt in Deutschland. Herr Carstensen ist auch Mitglied des Rats der Immobilienweisen, die gerade ihr Frühjahrsgutachten veröffentlicht haben. Also allererste Datenquellen, die wir hier anzapfen können bei der Frage, wo der Markt wirklich steht. Als zweiten Gast habe ich Martin Hackler, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Vermögende Investoren suchen ja keinen Kick, sondern langfristige Sicherheit. Dabei spielt das Zusammenspiel von Wertpapierportfolios und Immobilien eine große Rolle. Darauf hat er sich spezialisiert. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, herzlich willkommen, Herr Carstensen. Freut mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Freut mich auch. Herzlich willkommen, Herr Hackler. Auch bei Ihnen freut es mich sehr, dass Sie da sind. Heute habe ich zwei Größen aus der Immobilienbranche hier und ich bin gespannt, was wir herausfinden. Wir haben ja zwei Aufnahmen, die wir machen wollen. Zuerst geht es um den Status quo. Wie groß ist die Krise eigentlich? Und im Nachgang nehmen wir noch eine zweite Sendung auf, ob diese Krise der Anfang vom Ende des Immobilienmarkts ist, aus demografischen und anderen Gründen, oder ob es dann auch bald mal wieder bergauf geht und wir nur einen üblichen Konjunkturzyklus haben, wie er in der Immobilienwirtschaft schon oft da war. Aber jetzt geht es erstmal um den Status quo. Und da sind da die Aussagen, die Zitate, die man in der Presse liest, wer baut, geht bankrott, oder eine Durchschnittsmiete von 21 Euro sind notwendig, sonst trägt sich's nicht mehr. Ist es das übliche Gepolter der Lobbyverbände oder ist die Lage wirklich so ernst, Herr Carstensen? Die Krise, die wir jetzt sehen, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir die schon mal gesehen haben. Wir haben sehr, sehr stark steigende Kosten. Wir haben die Zinswende, was zu stark fallenden Preisen geführt hat. Und dadurch ist das Thema Ausgewogenheit von Preis und Ertrag halt nicht da. Das heißt, es ist für viele Projektentwickler derzeit nicht möglich, wirklich wirtschaftlich Gebäude zu erstellen. Hat Sie das überrascht, dieser starke Einbruch am Immobilienmarkt? Die Zinswende selbst und der damit verbundene Einbruch hat, glaube ich, alle überrascht in der Heftigkeit. Dass es irgendwann mal wieder nach unten geht, ja, aber dass es so schnell, so heftig nach unten geht, war schon überraschend. Dass es nach unten geht, Herr Hackler, da haben Sie sehr frühzeitig vor gewarnt. Haben Ihre Kunden auf Sie gehört, 2019, 2020, als Sie damit schon sehr stark in die Öffentlichkeit gegangen sind? Zum allergrößten Teil ja, Gott sei Dank. Gleichwohl möchte ich betonen, dass wir da keine Prognosen abgegeben haben, sondern im Tagesgeschäft haben wir einfach aufgrund unserer betriebswirtschaftlichen Berechnungen, weil wir jedes Objekt als Profit Center betrachten und durchkalkulieren, zunächst gesehen, dass wir im Einkauf einfach nicht mehr erfolgreich unterwegs sein konnten. Und im weiteren Verlauf hat sich das immer weiter nach oben geschaukelt, sodass wir irgendwann angefangen haben, den Spieß umzudrehen und sehr erfolgreich gerade in den letzten, also bis vor zwei Jahren, auch gut verkaufen konnten. Und jetzt quasi aber auch wieder immer nach dem ausgewogenen Verhältnis zwischen anderen Assetklassen im Gesamtvermögen darauf achten, um dann, wenn wieder Einstiegsphasen kommen, auch genügend Pulver trocken zu halten. Ja, nee, vielen Dank. Also nach den deutlichen Preiskorrekturen ist ja die große Frage, haben wir schon wieder Einstiegsbewertungen bei manchen Immobilien? Sie haben eine Auswertung in Ihrer Studie, in Ihrer berühmten 5%-Studie gemacht, die ich hier kurz einblende. Die Balken zeigen in den verschiedenen Segmenten am Immobilienmarkt die Transaktionsvolumen. Und was man sieht, ist, dass man nicht viel sieht im Moment. Es finden kaum Transaktionen statt. Das ist nach so starken Preiskorrekturen ja doch irgendwo überraschend. Und insofern meine Frage, wie schätzen Sie das ein? Ja, Sie hatten im letzten Jahr einen Einbruch bei den Transaktionen, also nur mal eine Zahl zu nennen, der Büromarkt, also die Bürotransaktionen, das sind ja also so die Königsklasse immer, sind um 70% eingebrochen, Wirtschaftsimmobilien zusammen über 50%. Das heißt, es ist schon dramatisch gewesen im letzten Jahr. In diesem Jahr kann ich jetzt nur von den ersten Monaten berichten, da ist es halt immer noch sehr, sehr zäh. Wir sehen, dass viele Kaufinteressenten sozusagen an der Seitenlinie stehen, den Markt beobachten, schon durchaus willig sind zu kaufen, aber immer noch abwarten, ob der Einstiegsmoment der richtige ist. Von daher glaube ich, dass dieses Jahr sich diese Transaktionsstarre etwas aufheben wird.
Also kann man die Daten so interpretieren, dass wirkliche Probleme bis jetzt nur Projektentwickler haben, aber noch kaum jemand gezwungen ist, Notverkäufe vorzunehmen? Die Probleme kommen ja aus dem Thema Liquidität und aus dem Thema Finanzierung. Da haben wir natürlich Projektentwickler, die derzeit sehr, sehr große Probleme haben, aber zunehmend auch Bestandshalter, die sich klassischerweise oder auch durch, zum Beispiel durch Anleihen etc. finanziert haben, die dann auslaufen und solche Themen werden dieses Jahr auch eine Rolle spielen. Von daher gehe ich davon aus, dass das Thema Liquiditätsbedarf und der daraus resultierende Druck zu verkaufen sich auch auf Bestandshalter übertragen wird dieses Jahr. Also könnte man dann tatsächlich das so interpretieren, was Sie sagen, dass dieser Einbruch der Transaktionen und die Probleme ausschließlich durch die höheren Finanzierungskosten bedingt sind und damit durch die schlechtere Liquidität? Also es ist auf der einen Seite ist der Verkaufsdruck da durch die schlechte Liquidität. Der war im letzten Jahr noch nicht so stark da, deswegen gab es auch kaum Transaktionen. Und auf der anderen Seite ist eine Käuferschicht, die sich den Zinsmarkt ganz genau anschaut, die sich das Marktgeschehen ganz genau anschaut und in einem Marktumfeld, wo sie sagen, okay, das ist jetzt der Preis auf oder das ist das Zinsniveau, das Marktniveau, auf dem wir uns alle verständigen. Also sprich, das ist der Preis, den ich auch als angemessen erachte, dann entsprechend auch kaufen werden. Und das war im letzten Jahr halt nicht der Fall. Beim letzten Jahr war das Verhältnis zwischen Angebotspreis und nachgefragten Preis, das hat halt noch nicht gestimmt und ich glaube, das wird dieses Jahr gezwungenermaßen sozusagen zusammenfinden. Also ich glaube, diese Frage ist für Investoren hoch relevant, weil wenn es im Wesentlichen an den Finanzierungskosten liegt, dann könnte man ja sagen, wenn wir wieder Niedrigzinsen haben, dann haben wir auch wieder die alten Immobilienpreise. Könnte man das so positiv sehen? Also da wäre ich nämlich sehr skeptisch, deswegen frage ich da nochmal nach. Dass wir wieder auf das alte Niveau kommen? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Das war natürlich ein Niveau, was getrieben wurde durch 10 Jahre lang Sonderkonjunktur im Immobilienmarkt, natürlich getriggert durch die niedrigen bis nicht vorhandenen Zinsen. Ich glaube nicht, dass wir auf das Niveau nochmal zurückkommen, nein. Also ich habe ja auch mit Investoren zu tun, also es ist nicht speziell bei Immobilien, sondern über alle Anlageklassen hinweg. Und dieses Argument gerade von vermögenden Familien, was soll ich denn sonst mit meinem Geld tun? Da kaufe ich Betongold. Wenn man Ahnung von Wertpapieren hat, dann konnte man dieses Argument ja nie nachvollziehen. Aber hat sich denn jetzt da tatsächlich was geändert in dem Denken mit der Zinswende? Also sind Anleihen jetzt wieder zum Beispiel eine relevante Konkurrenz zu Immobilien für Privatinvestoren? Kognitiv ja. Die Herausforderung auch für uns im Beratergeschäft ist einfach, dass die Immobilie als sich ein sehr emotional getriebenes Asset ist. Also ich habe ein haptisches Asset, da kann ich reingehen, das kann ich mir anschauen. Der Unternehmer fährt regelmäßig dran vorbei, guckt sich das an. Und das ist genau die große Herausforderung. Wie gesagt, auf der einen Seite das Verständnis ist dafür da, da kann man aber irgendwann so viel rechnen, wie man möchte. Und zum Teil ist das auch ein Generationenproblem. Das hat 40 Jahre genau so funktioniert. Warum soll jetzt auf einmal alles anders sein? Also ich würde mal sagen, so 50-50. Es ist noch nicht ganz angekommen, aber gerade der Abstraktionsgrad zum Beispiel von einem Wertpapierportfolio, der ist doch im Vergleich zu einer konkreten Immobilie sehr immens. Und das ist harte Arbeit, aber genau dafür sind wir da, dass unterm Strich die Investorenfamilien eben auch ihren Seelenfrieden mit ihrem Vermögen finden können. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, Immobilienportfolien sorgen zunehmend für Unruhe in der Familie. Das haben wir in den letzten 30 Jahren so nicht gehabt. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also die Unruhe nimmt zu. Viele zinsgebundene Darlehen laufen auch langsam aus und die Menschen müssen sich Gedanken machen, wie sie das weiter refinanzieren. Aber wir haben jetzt schon darüber gesprochen, über die große Problematik bei Projektentwicklern. Ich glaube, da gehen Sie auch explizit darauf ein, das ist eigentlich eine eigene Klasse an Investoren, die Projektentwickler, und auf einem ganz anderen Risikoniveau unterwegs als die Leute, die in A-Lagen Bestandsimmobilien haben. Deswegen möchte ich noch auf eine Grafik zu sprechen kommen, die wir noch mal kurz einblenden. Wenn ich jetzt mir überlege, es wird kaum noch gebaut, die Projektentwickler haben Riesenprobleme, dann ist es ja sensationell, jetzt Bestandsimmobilien zu kaufen, eben mit Preisabschlägen, wenn es vielleicht Notverkäufe gibt. Aber da gibt es ja doch eine Frage oder einen Risikofaktor, über den ich nochmal sprechen möchte, und das ist der, dass in Deutschland die Baukosten atypisch hoch sind im Vergleich zu anderen Ländern. Die Grafik, die man hier sieht, das sind eben die Kosten pro Quadratmeter, und da kann man sehen, dass Deutschland
exorbitant hohe Baukosten hat, über 5.000 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zum Beispiel zu Österreich. Und das liegt eben jetzt nicht an den unterschiedlichen Grundstückspreisen. Das ist der türkisfarbene Balken ganz unten in dieser Grafik, sondern das sind andere Gründe. Und dazu meine Frage, welche Gründe sind das? Und wenn man das politisch korrigieren kann und die Baukosten sinken zum Beispiel auf das Niveau von Österreich, ist es nicht dann ein signifikantes Risiko für die Bewertung von Bestandsimmobilien? Also zunächst die erste Frage. Wir haben in Deutschland sehr, sehr hohe Bauernnebenkosten. Das sieht man, glaube ich, in der Grafik auch ganz gut. Die Grafik ist ja nicht von uns. Ich glaube, es war CBRI, die das mal erhoben haben. Also wir haben einen signifikant höheren Anteil an Baunebenkosten. Das ganze Thema Planung und Planungsvorläufe ist bei uns wesentlich stärker ausgeprägt. Wir haben einen höheren Baustandard, den wir bauen müssen. Das heißt also, das geht von der Energetik bis hin zu gewissen Auflagen, was das Erstellen von Wohnungen angeht. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum bei uns das Bauen teurer ist. Da muss man wirklich mal detailliert sich die Themen anschauen. Da gibt es nicht eine Antwort, wie gesagt, sondern mehrere Antworten. Die zweite Frage war, wenn es Bauen wieder günstiger wird, da ist die Frage, wird es Bauen günstiger? Das ist jetzt die große Herausforderung, wo ich da eher skeptisch bin, ob das wirklich so klappen wird. Ist die Frage, ob das auf die Bestandsimmobilien dann theoretisch, ja. Also das ist meiner Meinung nach wirklich eine theoretische Frage, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein. Ja, also ich weiß nicht, ob die Frage so theoretisch ist, weil wenn wir Bauen nicht deutlich billiger machen, dann ist es mit dem Wohnungsbau doch sowieso nicht darstellbar, was so die politischen Ziele sind, oder? Also ich kenne die Lösungsansätze. Ja, wir haben ein großer Kostentreiber. Es sind natürlich auch die Abgaben. Also schon allein das Thema im Wohnen, das Thema Mehrwertsteuer auf Baukosten. Ja, sie zahlen immer noch 19% auf ihre Bauleistung. Das ist aber ehrlich gesagt in der politischen Diskussion bislang komplett ausgeblendet. Also von daher sehe ich bisher nicht, dass wir da wirklich irgendwie vorankommen. Es würde mich natürlich sehr freuen, aber die Abgabenlast schon alleine kriegen wir nicht reduziert. Zumindest sehe ich derzeit da keine wirklichen Bewegungen. Also die Geschichte gibt Ihnen recht, darauf zu hoffen, dass wir politisch effizienter werden, ist eine riskante Wette. Ja, das denke ich auch. Kommen wir zum Abschluss vielleicht nochmal jetzt ein bisschen mit einem Blick in die Zukunft. Da habe ich wieder eine Grafik von Ihnen mitgebracht, die seit 1975 die Entwicklung der Immobilienpreise zeigt. Ja, man sieht es hier in diesen Balken. Hellblau ist vor der Wiedervereinigung, dann für Gesamtdeutschland eben dunkelblau. Und ja, ich zeige diese Grafik deswegen, weil ich finde es sehr interessant, weil man sieht, wie lange eigentlich so Abschwünge am Immobilienmarkt gehen können. Was da zum Beispiel 1992 begann an Krise am Immobilienmarkt, das ging eigentlich, wenn man es realistisch sieht, bis 2007. Mhm. Stehen wir jetzt wieder vor so einer langen Durststrecke? Da muss man wirklich sich verschiedene Segmente angucken. Wir sind einmal im Bereich des Wohnens. Da haben wir steigende Mieten. Die vorhin angesprochenen Nicht-Bautätigkeit sorgt dafür, dass der Mangel an Wohnungen weiter zunimmt. Das heißt, die Mieten werden weiterhin steigen, zumindest bei Neubauten, die dann irgendwann realisiert werden. Von daher sehe ich da schon für die Dinge, die dann am Markt kommen, sowohl im Eigentumswohnungsbereich als auch im Neubaubereich, auch ansteigende Werte. Im Bestandsimmobilienbereich, im Wohnen ist es ja aufgrund der Regulatorik oft nicht möglich, Mieten wirklich sehr relevant nach oben zu bringen. Im Bürobereich haben wir derzeit eine Konsolidierung. Wir haben eine komplette strukturelle Neusortierung sozusagen des Büromarktes. Wir haben nicht, und das muss ich auch sagen, das Ende von Büroimmobilien, sondern wir haben halt eine neue Nachfragestruktur bei Büroimmobilien, nachdem wir 10 Jahre lang eine sehr, sehr hohe Nachfrage auch für peripher gelegene Büroimmobilien hatten. Im Logistikbereich, um das auch nochmal kurz zu streifen, sehen wir eigentlich die letzten Jahre eine Sonderkonjunktur. Wir haben zwar auch im letzten Jahr einen ziemlichen Nachfrageeinbruch gehabt, nichtsdestotrotz werden Logistikimmobilien weiterhin gefragt am Immobilienmarkt und eben entsprechend auch von den Nutzern. Also von daher, so ganz pauschal würde ich das nicht beantworten wollen. Das ist halt so für so einen Berater üblich, dass er eine sehr differenzierte Antwort gibt. Ja.
Naja, aber wirklich positiv war es jetzt auch nicht. Also es gibt im Immobilienbereich derzeit den Spruch, survive till 25, es geht nichts bis 26 und be in heaven at 27, suchen Sie sich was aus. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Aber Sie haben schon den Büroimmobilienmarkt angesprochen, der ist ja gerade für die Bankbilanzen auch sehr relevant, die sind ja da ganz schön exponiert. Und da, wie Sie gesagt haben, scheint da ein grundsätzlicher Umbruch in der Nutzung sichtbar zu sein, international. Da habe ich auch noch eine Grafik mitgebracht, die ich finde eigentlich dann doch ein bisschen Optimismus verbreiten kann, aber da möchte ich von Ihnen eben wissen, ob ich das zu optimistisch lese. Also was man hier sieht, ist in den blauen Balken in Deutschland, was neu fertig wird an Bürofläche. Und da sieht man eben, 2024 wird sehr viel neu fertig, also der blaue Balken ist relativ mächtig. Aber der Leerstand steigt nur noch sehr geringfügig, sodass man das so lesen könnte, dass wir hier nicht vor einer Eskalation am Büroimmobilienmarkt stehen, sondern schon vor einer Beruhigung des Marktes. Lese ich das zu positiv? Nein, also wir sehen diese großen Schreckensszenario, die wir ja in Amerika sehen, mit Leerständen von 25% und dazu noch sowieso leerstehenden Büros. Das sehen wir in Deutschland derzeit nicht. Das ganze Thema Homeoffice, was ja immer als Schreckensszenario für den Büromarkt dargestellt wird, hat sich so ziemlich gut eingependelt mittlerweile. Wir haben einen Flächenneuzugang, der derzeit leider auch geprägt ist von Baukränen, die sich nicht mehr drehen. Also allein derzeit haben wir 400.000, 500.000 Quadratmeter, die nicht auf den Markt kommen, weil halt die aus unterschiedlichen Gründen die Baustellen stillstehen. Von daher ist auch diese Grafik nochmal zu überprüfen, weil das müssen wir wirklich permanent anpassen. Das heißt, es wird zukünftig deutlich weniger Angebot geben. Dieses Angebot trifft auf eine hohe Nachfrage nach modernen Büroflächen, insbesondere von den Corporates. Das Thema ESG spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, aber auch das Thema neue Arbeitsplatzstrukturen. Von daher wird sich der Büromarkt dahingehend einpegeln, dass sehr gute Objekte weiterhin gefragt werden, dass Objekte mit Defiziten sowohl in der Objektqualität als auch in der Lagequalität, die in den letzten Jahren, ich sag mal bis 2020, sehr, sehr teuer auch vermietet wurden, dass die da halt wirklich wieder von der Miete und von den Ertragsaussichten nach unten gehen müssen. Und andere Objekte, die halt nicht mehr marktgängig sind, ich will nicht das Wort Stranded Assets bemühen, aber die in diese Richtung gehen, dass dort durchaus auch Eigentümer vor größeren Problemen stehen. Also es ist ein differenzierter Markt. Ja, na, vielen Dank für die Einschätzung. Vielleicht noch eine letzte Frage, Herr Hackler. Was ist jetzt riskanter? Ein Mehrfamilienhaus in A-Lage oder ein Aktienportfolio? Klare Antwort, kommt drauf an. Nein, sicherlich kann man unterm Strich auf jeden Fall sagen, und das ist eine riesengroße Chance, dass sich die systematische Sicherheit von einem weltweit gestreuten Aktienportfolio schlicht und ergreifend über ein Mehrfamilienhaus nicht abgebildet bekomme. Die Vergleichbarkeit ist schwierig. Aber die Herausforderung ist, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Und die Gewichtung geht im Vergleich zur Vergangenheit sicherlich mehr in breit gestreute Wertpapierportfolien und im Privatvermögen eher das Asset Immobilie unterzugewichten. Ja, ich denke, da geht auf jeden Fall ein Trend hin. Also die jetzige Krise hinterlässt schon in der wahnsinnigen Euphorie, die wir jetzt 10 Jahre hatten, Spuren. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, also insbesondere auch, dass Sie heute da waren. Bulwiengeser ist, glaube ich, der führende Anbieter von Analysedaten im institutionellen Bereich und ein echter Luxus, das mal in der Öffentlichkeit so zu diskutieren. Wie gesagt, wir haben noch ein Folgegespräch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen, so macht man das auf YouTube. Wir sprechen nämlich im nächsten Gespräch darüber, wie es jetzt langfristig weitergeht. Vielen Dank. Ich danke auch. Danke.